Hallo und herzlich willkommen zum zweitletzten ZFF Daily. Heute mit der Reihe Nouvelle Vague aux Féminins und dem Film Russian Woodpecker. Zuerst begleiten wir aber in der Rubrik Festival Experience einen Fotografen am ZFF 72. Perfect. A little bit more intense. Yeah, that's fine. Cool. Try not to smile. Yeah. Cool. Mein Name ist Ken Lora, ich bin Fotograf fürs Festival. Am Anfang ist halt so, dass man extrem viel Carpet-Sachen macht, dass man halt zum das ganze Festival kennenlernen. Und ich bin jetzt das dritte Jahr dabei und es ist natürlich so, dass man je länger dass man im Festival ist, desto besser kennt man auch alles. Nice. And now look straight away on this level to my hand and close the eyes a little bit. Yeah, cool. Also wichtig ist, dass der Gast nicht merkt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Foto macht und man merkt, es ist jetzt nicht das perfekte Foto oder noch nicht das perfekte Foto, dann ist extrem wichtig, dass man ihm das Gefühl nicht weitergibt. Also dass man das einfach für sich behält, dass man ihm quasi das Gefühl gibt, es ist alles okay, es ist alles super, du machst es super. Dann ist meistens am besten, man macht das Ganze auch nicht zu lang, man tut sie nicht zu lang mit etwas quasi belästigen und versucht sie einfach dort abholen, wo sie sind und sie so darstellen, wie sie sind. Weil um das geht es eigentlich bei einem Porträt. Im Film Russian Woodpecker geht es um den Künstler Fedor Alexandrovich, der 29 Jahre nach seinem Unglück in Tschernobyl verstrahlt an diesen Ort zurückgeht, um nach Antworten zu suchen. Wir trafen uns mit ihm und dem Regisseur Chet Kassir, um mehr über diesen faszinierenden Film zu erfahren. Yes, that is Russian Woodpecker is for me as metaphor of Iron Curtain. That is a very, very big and very, very strange duga, that is antenna, maybe 1 kilometer bright and 150 meters tall. One of the most expensive weapons ever built during the Soviet Union, and it stands right next to Chernobyl. Our cinematographer was shot by a sniper, and he only survived because he was filming, and the bullet went into the lens, exploded his camera. That's crazy. The second shot hit his arm and knocked him down, and he lost other friends that day, but luckily he survived. For me, I'll just add, it's less interesting and less important whether the details of Fyodor's theory are correct. What's interesting to me is that the ghosts of the Soviet Union are still so strong and so present in Ukraine that nobody believes the official explanation of anything. And even to this day, there's never been a full, truthful accounting. And as we know, the Soviet Union lied about almost everything. So for me, the story is about what happens when you live in a society where it's impossible to ever know the truth, where everything is surreal and everything is a conspiracy theory. Sie sind die Stimme einer neuen Generation Filmschaffender. Französische Regisseurinnen und ihre Werke wie der mitreißende Film Moroir von Maiwenn. Auch das Zürich Filmfestival hat das Licht überhört und sie ausgezeichnet. Warum Moroir ein bestechendes Beispiel für diese Welle ist und was es auf sich hat mit Nouvelle Vague aux Féminins, das erzählt uns jetzt Christian Jungen, Gesprächsleiter des ZFF Talks. Joseph, je te présente la femme de ma vie. In dem französischen Film Mon Roi verliert die Protagonistin Marie-Antoinette nicht wegen dem Volk, sondern wegen der Liebe ihren Kopf. Schnell wird man von der Liebesgeschichte in den Bann gezogen, die dem Zuschauer wild und heiter, traurig wie obsessiv, das ganze Ausmaß ihrer Dringlichkeit erzählt. Starkes Frauenkino trotz Liebesleid findet auch Christian Jungen, Kulturredakteur der Neuen Zürcher Zeitung. Er hat eine unglaubliche Intensität von der ersten bis zur letzten Minute. Der hat mich wirklich hineingezogen. Trotz Lobeshymnen und Goldener Palme gab es auch Kritik für Maiwenn, der Regisseurin des Films. Und das hat ja dann auch zu Polemiken geführt am Festival von Cannes. Da hat man Maiwenn vorgeworfen, sie huldige einem antiquierten Frauenbild. Aber für die ist eben schon wieder ein Schritt weiter als die alten Feministinnen. Sie sagt, jawohl, die moderne Frau fällt vielleicht auch mal auf einen Macho rein und wollte eben genau zeigen, wie schwierig es ist, für eine Frau dann von einem solchen Mann loszukommen.
aber auch andere Filme. Mit und von Frauen sind am diesjährigen Zürich Filmfestival das Programmfenster einer neuen weiblichen Welle. Die Nouvelle Vague ist für mich, wenn eine neue Generation zur selben Zeit den Durchbruch schafft, also viele Vertreter dieser Generation, so war das 1959 mit Godard, Truffaut, Romer etc. Und so ist es eigentlich für mich auch heute in diesem Nouvelle Vague au Féminin. Wir haben sehr viele Regisseurinnen, Mia Hansen-Love, Mai Wen, Emmanuel Berko etc., die jetzt im Gespräch sind. Und deshalb denke ich schon, dass es gerechtfertigt ist, von einer neuen Welle zu sprechen. Das war es von der heutigen Show. Morgen sind an meiner Stelle Studenten dran von CAST mit einer Spezialsendung von ZFF Daily. Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken fürs Zuschauen die letzten 10 Tage. Es hat enorm viel Spass gemacht. Ein grosses Dankeschön meinerseits auch an die Studenten vom Studiengang CAST, auch den visuellen Medien von der ZHDK. Ich hoffe, ihr seid am nächsten wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao zusammen.